Ja, Mädel, Leute, herzlich willkommen zurück bei eurem Serial. Da sind wir wieder. Da ich ja immer noch krank zu Hause sitze, aber Gott sei Dank geht's mir schon viel besser. Es klingt zwar noch ein bisschen nasal, aber es geht mir schon viel besser. Kann ich endlich am Montag wieder arbeiten gehen. Ich freue mich viel bescheuert darauf, ich sag's euch. Ist wirklich so. Ja, ich habe euch mitgebracht beim guten Drachenlyrik. Grüße gehen nochmal raus an dich und ein fetter Shoutout, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Geht bitte vorbei und lasst dem Kerl ein Abo da, weil was der sich gönnen muss für mich, für die anderen Leute, das ist, kann man nicht gut genug bewerten. Kann man nicht. Und deswegen geht vorbei, haut ihm ein Like, ein Abo, einen Kommentar raus. Macht mal bitte Etzadlaradau im Algorithmus und so, dass der Kerl ein bisschen gepusht wird, weil das kann man nicht hoch genug bewerten, was der für uns macht. Ne? Einfach aus 2 Stunden 25 Minuten raus zu ziehen, die sehenswert sind. Und ich möchte euch das natürlich nicht vorenthalten. Drachenlord, schlechtester Kickstream plus über Ofenkäsekrieg, Intelligenz, Best of 8.3.23. Jo, einen kleinen Teil davon habe ich ja schon mal Etzadla angeteasert. Ja, so ein, zwei Kleinigkeiten. Und jetzt gucken wir uns das Ding in seiner gesamten Pracht an. Ups, das war das Falsche. Geil. War irgendwie witzig. Mach's nochmal. Es war einfach, ich habe einfach aufs falsche Icon geklickt. Na gut, jetzt haben wir das Richtige. So, dann würde ich sagen, legen wir los. Let's go. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es noch nicht begriffen habt, aber es ist immer noch Mainstream, ja? Wenn ihr irgendwas wollt, wo andere auf euch eingehen, dann müsst ihr euch einen anderen Streamer suchen. In anderen Teilen der Welt ist jeden Tag Krieg, seit Jahren, seit Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Gibt jetzt erstmal das kategorische Fresse Rüdiger, du wirst hier so viel Scheiße labern, dass ich aus dem Motzen gar nicht mehr rauskomme. Die überleben auch. Ich betrachte das als Folgendes. Wenn wirklich wieder ein Weltkrieg ausbrechen sollte, dann hoffe ich, dass die Menschheit einfach auf einen Schlag weg ist. Das kannst du dir nicht ausdenken. Aber da kommen wir später dazu. Das hier war ja bloß sozusagen das Aperitif, ne? Und wir wollen uns jetzt mal angucken, wie viel Wert Rainer legt auf Qualitätscontent, wenn er Gaming-Streams macht und wofür, was seiner Meinung nach ein Sponsoring rechtfertigt. Ne? Liegt ja nur an uns, dass er keine Sponsorings bekommt. Ne? Es liegt nur an den bösen Hatern. Nicht an dem, was wir jetzt hier gleich sehen werden. So Leute, hallo und herzlich willkommen. Ich weiß, es ist sehr spät, weil es mitten in der Woche ist, aber ich habe mir gedacht, hey, ich streame mal noch eine halbe Stunde. Ich weiß nicht, ob mein OBS das mitmacht, weil mein OBS wieder mal rumspinnt und mein Rechner auch so die eine oder andere Macke hat, aber wir sehen es einfach mal. So, ich habe jetzt gerade mal Hogwarts Legacy neu gestartet. Habe jetzt eigentlich vor gehabt, den Wand zu zocken. Im Prinzip habt ihr jetzt wirklich verpasst, die ganze erste Cutscene. Ist jetzt nicht so unbedingt das Problem. Nee. Klar, kann ich da mal unterstellen. Dazu. Okay, eine Sekunde. Soll ich jetzt sagen, ich mache alles aus, Hintergrund läuft, das Hintergrund läuft eigentlich gar nichts. Okay, das können wir vergessen. Ups, jetzt habe ich meine Kamera rausgezogen. Ich bin Entschuldigung. Ah, Sekunde, jetzt muss ich die Kamera wieder einstellen. Also die Frage, was wir jetzt für den Stream machen. Ich könnte euch ein paar Spiele vorschlagen, ob ihr sagt, was ihr davon haben möchtet. Oder wir lassen den Stream ganz bleiben. Eigentlich wollten wir auch das Amortica noch fertig machen, ne? Das könnten wir eigentlich nicht mal fertig machen. Leute, sag mal, ich kann nur das zocken, was ich auf der Reise habe, kann man jetzt alles runterziehen. Was eine Möglichkeit wäre vielleicht Spider-Man. Ich weiß aber nicht, ob das funktioniert im Spiel hier. Da frage ich mich gerade, sollen wir nochmal ein Spiel schon Plus anfangen? Dann können wir nochmal ultimativ spielen. Was bisher gefragt, haben wir uns ja nochmal angeschaut. Wir spielen natürlich jetzt vom Spielstand her meinen Story-Spielstand weiter, beziehungsweise wir fangen jetzt neu an, aber mit meinem Story-Startstand. Das heißt, Anzug und so weiter und Fähigkeiten sind alle schon auf Max und alle Fähigkeiten auf maximalen Wert. Ach, das geht wieder nicht, wie es soll eigentlich. Eigentlich sollte der andere Fähigkeiten machen. Eine der Errungenschaften müsst ihr machen, wenn ihr gleich hier von vornherein rein rennt. Und dann müsst ihr gegen 9 solche Dinger rennen. Oder 10? Oder 12? Ich weiß nicht mehr. Auf jeden Fall müsst ihr gegen alle möglichen von diesen Dingern rennen. Dann müsst ihr jetzt verarschen. Das ist erstmal. Wir müssen aufhören, mit einer hässlichen Waffe auf mich zu schießen. Ich hab in. War übrigens bei der Minister 3er. Oder war das der 2er? Warte mal. War der 2er? Das ist aber schon fast 2er, würde ich sagen. Wir machen an der Stelle dann gleich mal Schluss. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich bin in der nächsten Stream mit dabei. So, meine Lieben. Also wenn hier noch irgendwelche, ich glaube, das sind Absicht durchlaufen lassen, weil was will man da kommentieren, sage ich euch so. Wenn es noch irgendwelche Antworten gebraucht hat, warum dieser Schmock keine Sponsorings kriegt,
Hier habt ihr noch einen. Liegt natürlich nur an uns. Ne, Rainer? Liegt nur an uns. Wir, die bösen Hater, verhindern alle deinen galaktischen Aufstieg, ne? Dass du endlich der neue Stern im Faulenzer Himmel wirst. Ne? Liegt gar nicht an dem Rotz, den du den Leuten vorsetzt. Und das ist nicht nur technisch, sondern auch noch inhaltlich unter aller Arsch ist, was produziert. Wenn wir jetzt hier noch zu Genüge hören, ne, Rainer? Liegt nur an uns. Nicht an dir. Nein, nein, nein. Was fällt mir ein? Ich habe dich natürlich völlig unterschätzt. Deine harte Arbeit habe ich völlig unterschätzt. Du bist ein richtiger, wie sagt man, ein Malocher, ja. Du bist ja härter am Malochen als Leute unter Tage, Mann. Ich bin völlig. Es tut mir sehr leid, Rainer, was ich da über dich gesagt habe. Ich muss alles zurücknehmen. Du bist sogar noch schlimmer, als ich dachte. Ne, Rainer? Kein Sponsoring wegen uns. Ist gut. So, meine Lieben, hallo und ein herzliches Willkommen beim Drachen. Ihr wisst, Bleib mal prophylaktisch, halt dein Maul. den ersten Song hören wir uns immer erstmal so entspannt an. Doch, es sieht blass aus. Ey, Alter, wirklich. Das ist ein schönes Standbild. Ich weiß nicht, warum ich so ein Händchen dafür habe, in meinem richtigen Moment Pause zu drücken. So sehe ich aus, wenn ich einen 80 Rurex eilegen muss. Ja. Aber für Rainer ist das eine ganz normale Gesichtskirmes. Das ist so geil hier. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass er sich wegen so einem Scheiß hier für einen Musiker hält, ne? Ja, Kirschblüten sagt man dazu auch. In Deutsch sagt man Kirschblüten, aber im Japanischen sind es Sakura-Blüten. Ach du nein. Nein, Rainer. Einfach nein. Ist mir auch egal, ob's stimmt. Du bist nicht kulturell bewandert, du bist nicht weltoffen, du bist nicht der erfahrene weise Eremit. Du bist nur ein Kacklappen im Internet und deiner eigenen Einschätzung nach übrigens der größte Lappen im Raum. Das ist so, ne? Aber weltoffen und kulturell bewandert bist du mal so gar nicht. Du bist ein Dorftrottel aus Inzesthausen. So sieht's aus. Was hast du heute so gemacht? Leute, ich habe euch gesagt, keine privaten Fragen. Was ich privat mache und ihr nicht mitbekommt, geht niemandem was an. Außer er möchte euch erzählen, was er sich so in den Poppes reingepömpelt hat. Was können wir sonst fragen? Leute, man muss doch nicht nur persönliche Fragen stellen. Gibt es so viele Sachen, die man fragen kann? Rainer, weißt du, natürlich gibt es Fragen, die man nicht beantworten muss. Selbstverständlich. Ich bin auch ab und zu mal live, in unregelmäßigen Abständen, sporadisch, wann immer ich spontan Lust dazu habe. Das mache ich nicht nach Tagesplan. Ich mache das nach Tagesform. Habe ich Bock, komme ich für eine Stunde live oder manchmal auch zwei. Habe ich keine Lust, lasse ich es bleiben. Ich krieg auch Fragen gestellt. Ich krieg auch Fragen gestellt, die nichts mit dir zu tun haben. Klar. Auf die meisten Fragen kann ich ohne Probleme antworten. Aber wenn es mir dann zu persönlich wird, dann antworte ich da auch nicht drauf. Nur der Unterschied ist, ich ranz die Leute nicht alle 5 Sekunden dafür an. Das ist ein kleiner Unterschied. Ne? Du machst das ständig und nochmal, du wunderst dich, dass du keine Sponsorings hast. Nochmal, du wirst nie welche kriegen. Niemals. Du hattest nie welche, du hast keine, du wirst niemals welche haben. Was an deinem ekelhaften Verhalten vor der Kamera liegt. Unter anderem. Neben noch 1 Million andere Dinge, die du so verbrochen hast. Ich möchte nur mal hinweisen auf die Geschichten, die du so geschrieben hast. Nochmal, ich kann nicht oft genug darauf hinweisen. Ist natürlich auch unsere Schuld, dass du sowas geschrieben hast, ne? Wir haben dich mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, Vergewaltigungsgeschichten zu schreiben. Ne? Wir haben dich mit vorgehaltener Waffe dazu gezwungen, dir Black Rose auszudenken und ihre Nudistenkinder. Das haben wir dich gezwungen. Mit Waffengewalt. Ne, Rainer, bist ausgerutscht? Und plötzlich stand diese Black Rose Story im Internet. War's so? Du bist echtes, du bist wirklich das Allerletzte. Du bist Schmutz. Du bist wirklich Schmutz. Du redest ständig über Privates, stimmt doch gar nicht. Wann rede ich denn über Privates? Wenn's dir was nutzt. Wenn du dir Nutzen davon versprichst, durchaus, zum Beispiel, wenn du mit irgendwas flexen willst. Ich möchte noch mal kurz zurückkommen auf die Geschichte mit Bianca, der kaputten Trümmermulle, die ich nicht mal mit der Kohlenzange angefasst hätte. Aber du hast die vor der Kamera präsentiert wie ein verdammter Hauptgewinn. So eine Wette kann ich gar nicht verlieren, dass ich die Alte freiwillig bestiegen hätte. So ein Ding ist das nämlich. Aber du hast die präsentiert, als wäre sie ein verdammter Hauptgewinn bei den Rubbellosen auf der Kirmes gewesen. Alter,
da habe ich lieber eine Niete in dem kleinen Papierröllchen drin, wie die als Preis. Und nicht mal die wollte dich haben. Nicht mal die wollte dich auf sich drauflassen. Da weißt du auch Bescheid, was bei dir nicht stimmt, wa? Wann habe ich denn das letzte Mal über Privates geredet? Immer dann, wenn du mit irgendwas flexen wolltest. Ich habe keine schwangere Frau. Das ist ein Joke. Das weiß auch jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist. Es war Etzertler nur ach Scherz. So antworten Narzissten. Und, hast du jetzt eigentlich deinen Sohn endlich mal angerufen? Oder reicht der IQ von 58 nicht, um die Wählscheibe zu benutzen? Warum Wählscheibe und nicht Tastentelefon? Weil Rainer so zurückgeblieben und antiquiert ist, dass der wahrscheinlich immer noch Telefone mit Wählscheibe benutzt. Was die Sache mit meinem Großvater angeht, ja, das habe ich nebenbei erwähnt. Das ist aber nichts Privates mehr in der Hinsicht, weil es für mich, das hat mit meinem Leben nichts mehr zu tun. Meine Familie hat sich ja von mir losgesagt. Boah, ohne Witz, Rainer. Erstens, halt dein Maul. Zweitens, du hast es nicht nebenbei erwähnt, du hast es, Zitat, angeteasert. Zitat Ende. In Zusammenhang mit einem Todesfall das Wort anteasern zu benutzen, finde ich schon mal maximal fragwürdig erstmal. Zweitens, du hast es nicht einfach nur nebenbei erwähnt, du hast darüber 10 Minuten lang fabuliert. Und hast aber auf die Frage, wie es denn sein kann, dass du 3 Opas angeblich haben willst, eigentlich nur den Bannhammer geschwungen. Ne? Und ich finde, die Leute fragen zu Recht. Weil du mal wieder einen sogenannten Todesfall ausnutzt, um daraus Barne zu generieren. Mitleidsbarne. Und wenn es nicht ekelhafter gegangen ist, dann hat Rainer mir das Gegenteil bewiesen. Mal wieder. Ich sollte eigentlich nicht mehr überrascht sein. Das Problem ist, die Tatsache, dass es mich nicht überrascht, widert mich so krass an. Dass das in so einer Regelmäßigkeit passiert, dass es in so einer Selbstverständlichkeit passiert, in so einer Frequenz, in so einer absurden Qualität. Das ist das, was mich anwidert und das schockt mich eigentlich nur noch mehr. Diese Selbstverständlichkeit, mit der diese Dinge regelmäßig ans Tageslicht kommen, durch seine eigene Hand, durch seinen eigenen Mund. Das ist ganz, ganz ekelhaft, Rainer. Und jetzt passt mal auf. Ah ne, das kommt hier. Kommt es hier überhaupt noch? Keine Ahnung, er hat gesagt, irgendwie ein Stiefopa oder was weiß ich was für ein Zeug. Rainer, das ist ja noch viel dümmer. Du kannst nicht mehr raus aus der Geschichte, also wird die Geschichte jetzt abgeändert. Gab's diesen Todesfall, von dem du hier redest, überhaupt? Wie erbärmlich kann man denn sein? Wirklich, wie erbärmlich kann man denn sein? Ich finde, der einzige Mensch, der es schafft, dich immer noch unterwältigend zu unterbieten, bist du selbst. Du kannst nur von dir selbst unterboten werden. Das ist der Wahnsinn. Und immer wenn man denkt, dieser Schmock kann nicht noch tiefer fallen, dann feuert er so ein Ding ab. Und wer danach fragt, wird gebannhammert? Du bist krank im Kopf. Wirklich, du bist krank im Kopf. Auch dieses Ding auf Twitter, was ich gelesen habe ich muss es nochmal kurz raussuchen, wartet mal. Hier, 5000 Euro Drachenbaby, ihr seid ein Paar, ich lese es mal nur vor, ich blende es jetzt mal nicht ein, bin zu faul dazu. Ihr seid ein Paar und könnt keine Kinder bekommen, weil der männliche Paar zu langsame Spermien hat. Ihr wollt ich kann das hier nicht ganz richtig lesen, weil hier Fake drüber geschrieben ist, kein Problem, für 5000 Euro bereits, bla 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 bla. Für 5000 Euro, ich weiß nicht, ich kann, hier steht Fake und ich glaube es auch irgendwie, dass das Fake ist, so. Dass Rainer angeblich für 5000 Euro einen Breeding Service anbietet, sozusagen. Ne? Jetzt muss man natürlich sich Folgendes klar machen. Ich habe auch auf Twitter geschrieben, ich zitiere, ich lese vor, was ich dazu geschrieben habe. Um ehrlich zu sein, spiegelt das genau deinen kranken Geist wider. Den zweiten Satz lese ich jetzt mal nicht vor. So, könnt ihr beim Drachen, habe ich übrigens beim Rainer selber geantwortet in seinem eigenen Tweet auf seinem Kanal. Das muss man sich dann von ihm auch neischüren lassen, ne? By the way. Ob das Fake ist oder nicht, ist erstmal egal, so. Aber es passt, es würde zu ihm passen. So ein Zeug feuert er ständig ab. Ja, genau. Genau, Rainer. Weil die Leute haben ja noch nicht nach deinem Kleinkinder-Haarfärbeskandal gefragt, ne?
Also muss man sich jetzt so lange in den Haaren rumbürsten, ne, bis sie fragen. 34 Jahre alt, ne? Gestern hat er noch behauptet, er wäre frühreif gewesen als 16-Jähriger. Schnauf, 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 schnauf. Qualität war ihm schon mal wichtiger als Klicks. Aber ein Musikwunsch Valhalla, Blind Guardian, gefällt dir bestimmt. Blind Guardian höre ich schon eine Ewigkeit, aber es gibt keine Musikwünsche. Wie kommen die auf die Idee, dass ich Musikwünsche spiele? Rainer, das nennt man dann Fanservice und Fanmanagement. Ich habe darüber ja gestern schon geredet. Ich weiß nicht, wie blöd und verbohrt und geistig vernagelt man sein kann, so wenig auf seine Community zu geben. Der gibt wirklich einen Scheiß auf seine eigenen Zuschauer. Ne? Also ich kann dir sagen, wenn ich einen Livestream mache, die Leute schreiben mir auch ab und zu mal in den Chat rein, kannst du mal dieses und jenes Lied vom Drachenbaden oder von DJ Maller oder irgendwas laufen lassen? Natürlich mache ich das. Dann mache ich das an, dauert 4 Minuten, ist für mich eine willkommene Gelegenheit, um kurz AFK zu gehen, was weiß ich, kurz meine Dampfe spazieren zu führen oder die nächste Waschmaschine anzumachen oder was auch immer ich gerade sonst noch so nebenher mache. Ich mache das hier ja schließlich nicht hauptgewerbsmäßig. Das ist für mich ein reines Freizeitvergnügen. So, aber natürlich investiere ich in meine Community was rein, indem ich ihre Wünsche höre und mich das interessiert, was sie zu sagen haben. Aber Rainer macht das. Warum hat der nochmal keine Sponsorings bei der Premium-Qualität? Ich spiele keine Musikwünsche, wie oft noch. Wenn du dich nicht angemessen behandelt fühlst, bist du im falschen Stream. Genau. Wenn du dich wie Scheiße behandeln lassen willst, obwohl du Geld bezahlt hast, dann bist du hier goldrichtig. Wenn du Scheißdreck sehen willst, von einem Vollidioten, der nichts kann, und der dich dann auch noch wie Dreck behandelt, obwohl du Geld bezahlt hast, dann bist du hier goldrichtig. Wirklich, wer dafür Geld bezahlt, der ist einfach selbst schuld. Der ist einfach selbst schuld. Habe ich absolut kein Mitgefühl. Könnte aber auch an deinem Verhalten liegen, dass du hier Druck ohne Ende machst. Rainer, der hat bezahlt. Du Kasper. Der hat bezahlt. Logischerweise hat er das Recht, Dinge zu kritisieren. Zum Beispiel deinen generellen Umgang mit deinen Zuschauern. Warum spielst du keine Musikwünsche? Weil ich kein DJ bin. Weil ihr ihm scheißegal seid, will er eigentlich damit sagen. Ihr seid ihm scheißegal. Noch viel schlimmer. Es ist noch viel schlimmer als scheißegal. Rainer arbeitet aktiv gegen seine eigene Zuschauerschaft. Er arbeitet aktiv gegen sie an. Wenn sie ihm einfach nur egal wären, dann würde er sie ignorieren. Aber er arbeitet aktiv gegen sie. Das sieht man seit Jahr und Tag, wie Rainer, nur um Recht zu behalten, aktiv gegen seine eigene Zuschauerschaft arbeitet. Ich kenne sonst keinen, der das macht. Wirklich, das ist mir ein Rätsel, wie man sowas hier als Arbeit bezeichnen kann. Also er zumindest, macht ja sonst keiner. Ich werde niemals sowas hier, werde ich niemals als Arbeit bezeichnen, niemals als Arbeit ansehen. Ich werde Rainer auch niemals als gewinnbringendes Mitglied der Gesellschaft ansehen. Logischerweise nicht. Ja. Egal, was er macht. Er könnte morgen eine 40-Stunden-Woche anfangen und ich würde ihn nicht als gewinnbringenden Teil der Gesellschaft anerkennen. Weil Rainer selbst bei einem stinknormalen Job noch was kaputt machen würde. Ja. Aber hier habt ihr sein gesamter Habitus ist eigentlich in dieser einen Szene drin. Bitten dich 3 Leute. Und wenn mich der ganze Stream drum bitten würde, gibt keine Musikwünsche. Ich bin kein DJ. Aber Streamer. Richtig. Und guckt euch mal diesen widerwärtigen, ich gehe nochmal kurz 10 Sekunden zurück. Guckt euch mal diesen selbstgefälligen, widerlichen Blick an. Weil ich kein DJ bin. Bitten dich 3 Leute. Und wenn mich der ganze Stream drum bitten würde, gibt keine Musikwünsche. Ich bin kein DJ. Aber Streamer. Hier, guckt euch das an. Alles, was man über den räudigen Wingel wissen muss, ist eigentlich in diesem Blick.
Der gibt einen feuchten Scheißdreck drauf, was seine Community zu sagen hat. Das ist dem völlig egal. Und damit ist sein gesamter Heuli-Heuli-Dreck, den er vor einer guten Woche abgesondert hat, schon wieder tot und widerlegt und niemals mehr ausgekackt. So einfach ist es. Alles Bullshit, alles Lü-Lü-Lü-Scheiß ist schon wieder irrelevant. Ich meine, kein normaler Mensch, der für 2 Cent mitgedacht hat, hat ihm das abgekauft. Aber selbst wenn sie meine abgekauft hätte, dann wäre das doch jetzt schon wieder vorbei. Also das Ziel, das er eigentlich damit verfolgen wollte, nichtsahnende Doubles in seinen Stream zu spülen, die ihn dann aus Mitleid ein paar Münzen hinterher schmeißen, die hat er jetzt schon wieder verprellt. Hier fühlt er sich richtig und er denkt wirklich, er wäre der Oberprofi, der seine Community zurechtweisen darf. Rainer, ich sag dir jetzt mal was du nicht weißt, weil du hageldumm bist, was wir nachher noch rausfinden werden. Du bist abhängig von diesen Leuten. Du bist knallhart abhängig von diesen Leuten. Du hast, wie gesagt, keine Sponsorings, du hast keine Verträge, du hast gar nichts. Du bist absolut abhängig von den milden Gaben fremder Menschen im Internet. Vielleicht solltest du mit ihnen normal umgehen. Weißt du, Rainer, nochmal für dich, ich nehme für den ganzen Mist hier keinen einzigen Cent an. Bei mir gibt es das alles kostenlos. Und trotzdem gehe ich mit meiner Community wertschätzend um. Weil mich das interessiert. Mich interessiert, was sie wollen. Mich interessiert, was sie für Verbesserungsvorschläge haben. Mich interessiert, was sie sagen. Mich interessiert, wenn sie mich kritisieren, handwerklich wie inhaltlich. Und da gibt's genug zum Kritisieren. Na, selbstverständlich. Ich mache das hier alles alleine. Ich habe kein Team hinter mir. Ich bin kein Technikmensch. Ich kann keine Schnitt- und Videobearbeitungsprogramme benutzen. Dafür bin ich einfach zu blöd. So. Ich habe auch keine Lust mehr für diesen Rotz, den ich mache, das mir drauf zu schaffen. Aber trotzdem gibt's genug zum Kritisieren und das will ich hören. Also alles, was ich mit meinen mageren Fähigkeiten verbessern kann, möchte ich auch verbessern. Mich interessiert auch, was für Themen sich die Leute wünschen. Na klar, aber dir ist das alles scheißegal. Du willst einfach nur da hocken, deine dumme Musik laufen lassen, deine dummen Kinderspiele spielen, da drin versagen und dafür mit exorbitant hohen Geldbeträgen beworfen werden. Ansonsten haben dich die Leute gefälligst nicht zu behelligen. Ne? Und das alles, sagt dieser Blick perfekt. Wirklich widerlich. Du bist einfach Schmutz. Richtig. Und als Streamer behalte ich mir das Recht vor, das zu streamen, was ich möchte. Genau, und als Streamer behalte ich mir das Recht vor dir zu sagen, dass du und deine Meinung und all deine Entourage draußen in diesem Chat mir völlig am Arsch vorbeigehen. Jetzt gib mir deine Kohle, ansonsten halt's Maul. Das willst du eigentlich sagen und das hast du ja im Prinzip auch gerade gesagt. Hannes, lass den Drachen. Wenn ihr jetzt weiter Stress macht, fliegt er eh gleich raus. Leute, ich weiß nicht, ob ihr es noch nicht begriffen habt, aber es ist immer noch mein Stream, ja? Wenn ihr irgendwas wollt, wo andere auf euch eingehen, dann müsst ihr euch einen anderen Streamer suchen. Boah, Rainer. Das ist wirklich... Solltest eigentlich, wenn du sowas ähnliches wie Empathie hättest, was du nicht hast, oder auch, wenn dein IQ höher wäre als 58, dann würdest du eigentlich wissen, was du da gerade vom Stapel gelassen hast. Du hast im Prinzip gerade gesagt, ey, ich mach, was ich will und das hat euch nicht zu interessieren. So, wenn es euch nicht passt, dann gebt mir trotzdem eure Kohle und dann könnt ihr gehen. Ja? Rainer, was machst du eigentlich, wenn die alle mal wirklich gehen? Wenn die alle sagen, nö, das tun wir uns nicht an, wir gehen jetzt und dann sitzt du da plötzlich mit 3 Zuschauern, von denen 2 Restreamer sind. Na, was machst du dann? Dann bist du am Arsch. Und ich wünschte, ich könnte das mal sehen. Rainer in einem Livestream, ich guck bei Battlen und Meddeln oder bei Schrödingers Eule oder so und sehe ihn halt da mit 3 Zuschauern hocken, 3 Stunden lang. Das wär's mal. Du bist wirklich ein ganz, ganz asozialer Mensch. Hier kommt der Narzissmus-Lord raus. Der lässt sich doch von niemandem was sagen. Rainer, deine Streams, deine Videos, alle deine Inhalte, die du jemals produziert hast, die du produzierst, die du jemals noch produzieren wirst, sind Dreck. Die gehören verbrannt. Die gehören vernichtet und unter den Augen der Menschheit hinfortgespült. Damit sie niemand mehr sehen oder hören muss. Sie sind Zeitverschwendung und in deinem Fall noch viel schlimmer, auch noch Geldverbrennung.
oder einen anderen Tag wiederkommen, wenn ich sowas mache. Ja gut, wie wär's denn mal gewesen, jetzt mal zum Beispiel zu sagen, wann dieser Tag ist? Man könnte zum Beispiel sagen, hey, ich habe deinen Wunsch gehört, heute mache ich's nicht, aber gerne morgen. Komm morgen wieder und dann können wir gerne mal eine halbe Stunde Musikwünsche machen. Das wäre doch mal eine Idee gewesen. Aber nein, der Narzissmus kann nicht zulassen, dass jemand Rainer etwas sagt oder auch nur etwas rät oder auch nur eine Frage stellt oder Verbesserungsvorschläge hat. Weil Rainer ist der Profi, der weiß doch alles. Der weiß doch, wie der Hase läuft. Ihr wisst doch auch, dass der nur wegen uns keine Sponsorings hat. Ohne uns hätte der Verträge mit Razer und Logitech und keine Ahnung, irgendwelchen Game-Studios, Ubisoft, ne? Er hätte einen Werbevertrag mit Ubisoft, mit Blizzard, mit Riot Games. Ohne uns hätte er schon längst seinen YouTube-Kanal zurück und eine fette Partnerschaft und eine dicke Schadenersatzzahlung und hast du nicht gesehen. Nee, Rainer, du bist einfach ein Arschloch. Und deswegen bist du da, wo du bist. Deswegen will keiner mit dir was zu tun haben, deswegen fasst dich niemand mit der Kneifzange an. Er bleibt einfach immer dasselbe. Nein. Im Gegenteil, früher habe ich immer Musikwünsche gemacht. Nein, selbst da hast du dich immer dagegen gewehrt. Und alles. Aber ich möchte das eben gerade machen. Und du bist jetzt raus. Also ich finde, hier zeigt er sein wahres Gesicht. Er zeigt dir einfach sein wahres Gesicht. Das ist Rainers wahres Gesicht. Und keine Sorge, ich hab auch übrigens das gehört. Ich werde mir diesen Discord-Leak noch vornehmen. Diese letzten 15 Minuten. Den, von Grüße gehen übrigens auch an der Stelle raus an Tadel aus Rasten. Vielen Dank fürs Hinweisen auf diesen Discord-Mitschnitt und ab welcher Zeit es sich lohnt. Die letzten 15 Minuten werden bald kommen. Nicht mehr heute, vielleicht auch nicht morgen, aber sie kommen noch. Keine Sorge. Ihr braucht hier keinen Stress machen. Diese Aussagen, er macht nicht, was wir wollen. Nein, ich bin auch nicht euer Tanzbär, auch wenn das immer gerne behauptet wird. Doch, Rainer. Und das ist übrigens dann das, was wie du dich wirklich siehst. Du denkst, du wärst kein Tanzbär, aber du bist schon seit 34 Jahren der Tanzbär. Du warst schon der Tanzbär, bevor du im Internet warst. Du warst schon der Tanzbär, als Rita dich gekalbt hat. Dann warst du schon der Tanzbär für andere. Du wurdest immer von irgendwelchen Leuten verarscht und ausgenutzt. Party hard, so real. Ne? Das Foto kennt wahrscheinlich auch jeder. Alle haben eine Mulle auf dem Schoß oder im Arm oder geben irgendjemandem High Five oder was weiß ich. Nur Rainer hockt einen Meter abseits. Ne? Weil selbst die haben ihn eigentlich bloß ausgenutzt, weil sie bei ihm Scheiße bauen, Snusnu machen, kiffen und saufen konnten. Ja. Und Rainer hat es mit sich machen lassen, weil er lässt sich lieber ausnutzen, als dass er alleine ist. Ist eigentlich schon echt armselig. Ne? Und solange ich kein Tanzbär bin, mache ich auch nicht, was andere wollen. Ich mache das, was ich möchte. Und das habe ich schon immer so getan. Haben wir schon immer so gemacht. Weißt du, Rainer, es ist so. Klar kannst du streamen, was du möchtest. Klar kannst du das. Aber dann wirst du halt versagen, wie du es halt seit Jahr und Tag machst. Es geht nicht darum, zu machen, nur was die anderen wollen. Du musst ja auch selber auch Lust drauf haben. Aber es geht darum, das ist wie in der, Rainer, es ist wie in der Schule. Ich erkläre das mal mit einer Analogie in der Schule. Wenn da ein, ich suche mir jetzt mal ein maximal ödes, trockenes Fach raus. Mathematik. Die meisten Leute in meiner Schullaufbahn, die ich durchlaufen habe, hatten die meisten Leute in allen Klassen, in denen ich war, verhältnismäßig wenig Lust auf Mathe. Mich eingeschlossen. Ich hatte auch nicht viel Lust auf Mathe. Jedenfalls nicht am Anfang. Später dann, als es ein bisschen anspruchsvoller war, hat es mir irgendwie Spaß gemacht. Aber am Anfang hatte ich gar keinen Bock auf den Scheiß. Und weißt du, was die Kunst ist? Die Kunst ist nicht, das in uns reinzukriegen als Schüler. Die Kunst ist, uns das so zu verkaufen, dass es Spaß macht. Ja, dass es spannend sein kann. Selbst Matheunterricht kann spannend sein. Dafür muss der Lehrer bloß wissen, wie er den Unterricht aufzieht. Also man holt die Leute da ab, wo sie stehen und macht das Ganze interessant und spannend und bringt die Leute dazu, Bock drauf zu kriegen. So ist das hier auch. Du kannst ja streamen, was du willst. Klar. Aber schmeiß doch den Leuten nicht hin, dass es sie nicht zu interessieren hat, was sie da angucken. Zieh das Ganze doch, ich weiß, dass es hochutopischer Rotz ist, was ich dir nicht hier sage, aber man kann das Ganze ja so aufziehen, dass die Leute Spaß an dem haben, was du machen willst. Wie wär's denn damit? Rainer, ich bin ab und zu auch live, wie gesagt, und wenn ich dann nach 2 Stunden wieder gehe, dann wollen die Leute eigentlich, dass ich noch eine Stunde länger da bleibe, obwohl ich nichts anderes gemacht habe, außer dummes Zeug zu reden. Die unterhalten sich gerne mit mir, ich unterhalte mich auch gerne mit ihnen.
Und da hast du es wieder, du arbeitest aktiv gegen deine Community und darum bist du da, wo du bist. Im Abseits und in der Sackgasse. Und bist dazu verdammt, auf der Schmutzplattform DigiDoggy dein Dasein zu fristen, ne? Und um Kleingeld zu betteln. Da gehörst du eigentlich meiner Meinung nach hin. Weil die ganze Plattform passt eigentlich zu dir. Und wer jetzt hier weiter Stress macht, fliegt einfach im hohen Bogen. Weil wenn ihr euch nicht vernünftig verhalten könnt und angemessen verhalten könnt, wie das in meinem Stream und in meinem Chat erwartet wird, dann habt ihr hier den falschen Streamer. Wie es erwartet wird. Dein Maul? Du hast überhaupt nichts zu wollen. Du hast überhaupt nichts zu erwarten. Was du laberst, interessiert keine Sau. Absolut niemand. Du bist irrelevant, Rainer. Du bist absolut irrelevant. Noch viel schlimmer. Du bist so voller Gift, dass man in deine Nähe besser nicht kommen sollte. Deswegen kann ich die Empfehlung nur nochmal aussprechen an alle Leute da draußen. Guckt seinen Scheiß nicht an. Gebt ihm keine Likes, gebt ihm keine Kommentare, gebt ihm keine Klicks, gebt ihm kein Follow, weder kostenfrei noch kostenpflichtig. Gebt ihm keine Chance, seinen narzisstischen Irrsinn auf dem Discord auszubreiten, wie ein Virus. Lasst ihn einfach am langen Arm verhungern. Dann geht der von selber. So. Aber solange der auch nur einen Cent Einnahmen macht mit dem, was er hier produziert, wird er sich immer für einen Streamer halten. Ist er nicht. Erwischt. Ich bin nicht eure Marionette und ich werde sie auch nie sein. Ja, aber du erwartest von den Leuten trotzdem, dass sie dir Geld geben für Ansagen wie diese hier. Die Rechtschreibungskorrigation mache ich später. Korrigation, Etzala. Das Lila macht sich total gut auf meinen Haaren, finde ich. 34 Jahre alt, ne? 34 Jahre alt. Ich hatte eigentlich gedacht, weil ich habe mittlerweile ja recht dunkle Haarfarbe. Als Kind hatte ich ja blonde Haare. Ich hatte eigentlich gedacht, dass das Lila zu dunkel wäre. Also passt mal auf, ich mache mir ja nicht drüber lustig, dass er sich die Haare gefärbt hat. Aber wie er es gemacht hat. Wie ein Kindergartenkind. Genauso wie er sich das Gesicht anmalt und so. Das ist alles auf demselben Level wie ein halbseitig gelähmtes Kind, das versucht, sich selber mit einem Stift zwischen den Zehen das Gesicht zu bemalen. Weil hätte dieses Kind die Hände benutzt, würde es besser aussehen, wie das, was Rainer gemacht hat. 23.11. Das ist nicht mehr lange. Ich mische mich ja nicht in politische Angelegenheiten ein. Dafür ist das, was du zu sagen hast, auch zu irrelevant, Rainer. Es ist entweder grob falsch oder irrelevant oder beides oder hoch asozial. Aber lass mal hören. Aber ich halte es bei der momentanen Lage auch für wahrscheinlich, dass die Möglichkeit dadurch besteht. Die Frage ist, welche Ausmaße so ein Krieg auf sich ziehen würde. Ich würde gerne glauben, dass die Menschheit mal langsam intelligent genug ist, keine Atombomben oder so zu verwenden. Aber da sie existieren, besteht natürlich immer das Risiko. Eine folgende Information, die dich, Schwachkopf, höchstwahrscheinlich noch nicht erreicht hat, aber ich möchte sie jetzt gern mit dir teilen. In der Geschichte der Menschheit gab es genau zwei Einsätze von Nuklearwaffen jemals im Ernstfall. Der Rest waren Tests irgendwo am Arsch der Welt. Das war, Moment. Ich muss nur kurz raussuchen, wann genau im August das war. Die beiden einzigen jemals abgeworfenen oder abgefeuerten, eingesetzten Nuklearwaffen im Ernstfall in der Geschichte der Menschheit wurden am 6. August 1945 auf Hiroshima und am 9. August 1945 auf Nagasaki abgeworfen. Das waren die beiden einzigen Einsätze von Nuklearwaffen im Ernstfall jemals. Und die waren verhältnismäßig klein. Ich glaube, wie viel? 5 Kilotonnen oder sowas. Also 5000 Tonnen TNT-Äquivalent. Rainer, falls du das nicht verstehst, was 5 Kilotonnen bedeutet. Das bedeutet ein arschhoher Haufen TNT mit derselben Sprengkraft wie diese Bombe. Und die waren noch verhältnismäßig klein. Zum Vergleich, die Russen haben, glaube ich, 59,
War es 56 oder 59? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall irgendwann in der letzten Hälfte der 50er Jahre eine Atomwaffe gezündet über der Sibirischen See, glaube ich. Die hatte 50 Megatonnen TNT-Äquivalent an Sprengkraft. 50 Megatonnen heißt, glaube ich, 50 Millionen Tonnen TNT. Wenn ich jetzt richtig gerechnet habe. Also du musst dir vorstellen, 50 Millionen Tonnen TNT auf einem Haufen angezündet und in die Luft gesprengt. So war die größte jemals von Menschen künstlich erschaffene Explosion in der Geschichte der Menschheit von russischen Atomingenieuren entwickelt. Das war die sogenannte Zarbombe, mein Freund. Diese Waffe war so extrem, dass sie einen Rauchpilz über 60 Kilometer in den Himmel geschossen hat und die Druckwelle so extrem war, dass sie dreimal die Erde umrunden musste, um nicht mehr messbar zu sein. Man hat sie auf der ganzen Welt messen können. Diese Waffe war so extrem, dass selbst die russischen Atomforscher und Atomphysiker danach es mit der Angst zu tun gekriegt haben und sich von ihrem eigenen Projekt distanziert haben, weil sie gesagt haben, diese Waffe ist zu extrem. Das ist das Ende der Menschheit. Die hatten Angst vor ihrer eigenen Waffe. Sie wurde nie im Ernstfall eingesetzt, Gott sei Dank. Damals, 45, haben die Menschen noch nicht gewusst, was Strahlung macht. Was für Folgen das hat. Heute weiß man das. Und heute wird auch, also die Wahrscheinlichkeit ist natürlich immer da. Das will ich auch gar nicht schlecht oder gar nicht schön reden. Aber jeder, der eine Atomwaffen hat und weiß, der Gegner hat sie auch, der weiß, wer zuerst schießt, wird als zweiter sterben. Es gibt in einem Atomkrieg keine Sieger. Und das wissen eigentlich auch alle Parteien. Es gibt ein paar Irre auf der Welt, ein paar wenige Irre, wie zum Beispiel Kim Jong-un oder so. Der hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Dem würde ich es zutrauen. Dem würde ich es zutrauen, aber es ist auch so ziemlich der Einzige, dem ich es zutrauen würde. Ich würde es nicht mal Putin zutrauen, ehrlich gesagt. Dass der das einfach macht. Weil es bedeutet die eigene Auslöschung. Und die allermeisten Menschen auf der Welt, die ihr Gehirn noch nicht in Energy ertränkt haben, wissen das auch. Höchstwahrscheinlich, wenn es mal zu einem dritten Weltkrieg käme, würde der höchstwahrscheinlich höchster Konsequenz mit konventionellen Waffen ausgetragen. Nuklearwaffen werden hoffentlich, Gott sei es gewünscht, wie sagt man, ein abschreckendes Mittel bleiben. Und die Tatsache, dass man weiß, dass der Gegner sie hat, eigentlich der Sinn in der ganzen Sache ist. Und nicht sie zu benutzen. Denn wir haben rausgefunden irgendwann, relativ schnell nach 6. und 9. August 1945, welchen Schaden allein der nukleare Fallout und die Strahlung anrichten. Ich glaube, die Strahlung und der Fallout und so haben in Hiroshima fast mehr Menschen umgebracht langfristig wie die Explosion selbst. Ne? Aber das wüsstest du, wenn du dich mal länger als 3 Sekunden mit Wixi, Saufi und Fressi beschäftigt hättest. Ein Krieg wäre sicherer, wenn es keine Atombomben geben würde. Natürlich würden trotzdem viele Menschen sterben. Aber durch das Risiko der Atombomben besteht natürlich immer das Problem, dass wir alle draufgehen werden. Und so besteht halt aber die Möglichkeit, dass man auch überlebt. Das ist alles nicht so einfach. Ey, Rainer, ich will es dir jetzt mal in aller Ruhe mal sagen. Wie gesagt, ich will das ja nicht auf Null setzen, das Risiko. Aber dadurch, dass wir Atommächte auf der Welt haben, die allein mit ihrem Arsenal, nur mit ihrem eigenen Arsenal, dazu imstande wären, das gesamte gegnerische Zielland auszulöschen oder alle relevante Infrastruktur lahmzulegen, mindestens Kommunikation, Nachschub und so weiter und so fort, ist die Wahrscheinlichkeit, dadurch, dass es ja mehrere Seiten haben, ziemlich gering. So. Höchstens, es dreht mal einer durch. Aber planvoll, wohl kalkuliert, glaube ich nicht. Zumindest nicht so bald. Save me. Warte. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die Frage,
dass die Frage immer gleich beantwortet wird. Die Wahrscheinlichkeit. Nein, wie wahrscheinlich ist die Frage? Also, Rainer, ehrlich jetzt mal. Liegt ungefähr 900% bei. Was? Was hat er gesagt? Hat er 900% gesagt? Wie wahrscheinlich. Warte. Wie wahrscheinlich ist es, ist die Frage. Rainer, kannst du nicht lesen. Ich ziehe die Aussage zurück. Aber wie wahrscheinlich ist es, dass die Frage. Dass die Frage immer gleich beantwortet wird. Die Wahrscheinlichkeit liegt ungefähr 900%, weil... Ich habe verstanden, liegt ungefähr 900%? Die Antwort ist ja letzten Endes die Sachen, die programmiert wurden. Was würdest du machen, wenn hier Krieg ist? Also erstmal, in den allermeisten Ländern kann zum Beispiel das Staatsoberhaupt nicht einfach alleine den nuklearen Erstschlag anordnen. Dafür gibt es Regeln, dafür gibt es Einschränkungen, damit nicht ein einzelner Verrückter, der an die Macht gekommen ist, das tun kann. In den allermeisten Ländern. Jetzt nehmen wir mal gewisse Länder, die nicht mehr alle Latten am Zaun haben, wie ich nehme jetzt mal Nordkorea nochmal her, wo wirklich Kim Jong-un einfach sagt, hier Atomraketen ab und dann geht's los. In den allermeisten Ländern, Russland und Amerika, also USA übrigens eingeschlossen, da kann der Präsident das gar nicht alleine entscheiden. Das darf er gar nicht. Um genau diesen Wahnsinn zu verhindern. Rainer, du wirst es nicht wissen, aber 1983 war die Welt, ich glaube im Oktober 1983, da war die Welt kurz vor dem nuklearen Ende. Und fast niemand hat es mitbekommen. Fast niemand. Ich versuch's mal mit 2, 3, 4, 5 Sätzen zusammenzufassen. 1983 gab es... ein Atom-U-Boot der Russen, ich weiß nicht genau, wo es rumgefahren ist, irgendwo in der Ostsee, ich weiß es nicht mehr. Dieses Atom-U-Boot hat Signale empfangen, dass die Amerikaner Atomraketen Richtung Russland abgefeuert haben sollen. Jetzt haben die da unten gesessen und wussten nicht, was sie machen sollen. Sie haben auf ihre Befehle gewartet und am Ende hat Gott sei Dank einer der Offiziere angeordnet, dass nicht abgefeuert wird. So. Gott sei Dank hat er das so entschieden, weil es war nämlich ein Fehlalarm. Es war ein Fehlalarm. Die haben, also die Amerikaner und die NATO-Staaten haben zu dieser Zeit eine NATO-Manöver abgehalten irgendwo. Ich glaube, die NATO war in der Ostsee und die Russen waren nicht irgendwo in der Sibirischen. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wo die waren. Ist ja auch wurscht. Und die Russen haben Gott sei Dank von diesem U-Boot an diesem Tag keine Atomraketen abgefeuert. Die Daten waren schon eingegeben. Das Ergebnis ist, der Kapitän, glaube ich, war das. Der Kapitän, der den Erstschlag nicht angeordnet hat, sondern den Befehl verweigert hat, ist dafür in den Gulag gegangen. Also wurde dafür ins Gefängnis geworfen. Okay? Weil es hätte ja echt sein können. An diesem Tag ist die Welt um Haaresbreite dem nuklearen Ende entgangen. Weil 1983 hatten wir, weiß ich nicht, 10-mal so viele Atomsprengköpfe auf der Welt wie heute. Das wäre unser aller Ende gewesen. Das wäre das Ende der Menschheit. Apokalypse. Metro 2033. So in der Art. Ja, da wird es nämlich überall auf der Welt so aussehen wie in Metro 2033. Nur, dass du das mal weißt. Und die, meines Wissens haben die USA und Russland auch dann beschlossen, dass sie nuklear abrüsten müssen. Haben sie dann auch sehr, sehr viel gemacht. Ich würde ganz normal mein Leben weiterführen, soweit es mir möglich ist. Leute, wenn Krieg ist, ist das Leben genauso wie vorher. Mit dem Unterschied, dass natürlich die Möglichkeit besteht, dass man jeden Moment weggeballert wird. Ey, das ist echt... Ich habe gedacht, das wird langweilig hier. Hochutopischer Schmutz. Also, ihr müsst jetzt verstehen, wäre morgen Krieg in Deutschland, dann würde Rainer einfach drauf scheißen, er würde einfach weiter streamen. Ne? Außer er wird eventuell weggeballert. Es ändert sich ja nichts, außer man kann jederzeit erschossen werden. Oder in die Luft gesprengt. Oder entführt. Oder hingerichtet. Oder sonst irgendwas. Also es ändert sich nichts, aber außer es ändert sich alles. Rainer, weißt du eigentlich, was das heißt, wenn in deinem Heimatland Krieg herrscht? Weiß ich's? Nein. Ich weiß es auch nicht. Ich bild mir aber auch nicht ein, zu wissen, was sich ändert und was nicht. Wenn ich wissen will, was sich ändert, dann muss ich Menschen fragen, die entweder so alt sind, dass sie den Krieg hier in Deutschland noch miterlebt haben,
Oder ich muss Menschen fragen, die aus Ländern hergekommen sind, wo im Moment Krieg herrscht. Oder wo zu dem Zeitpunkt, wo sie hergekommen sind, Krieg geherrscht hat. Zum Beispiel in Syrien. Zum Beispiel in weiten Teilen der Ukraine. Da ändert sich nichts. Einer, wenn du auch nur einen Funken auf deinen Opa, der 2009 gestorben ist, gegeben hättest, dann hättest du den mal fragen können, wie war es denn eigentlich damals so? Einer, 1945 war halb Europa zerstört, eingeebnet, 60 Millionen Menschen tot. Wir waren am Ende. Deutschland war eingeebnet. Ein Parkplatz. So sieht's aus. Frag mal die Trümmerfrauen, die nach 45 hier praktisch im Alleingang die Trümmer von der Straße geschafft haben. Die Männer waren ja alle weg. Die waren ja alle tot oder in Kriegsgefangenschaft. Und jetzt kommt so ein Kasper wie du da lang und haut seine unqualifizierte Drecksmeinung raus. Naja, ändert sich ja nicht viel. Das wirst du dann schon sehen, wenn dir jemand deinen faulen Streamer, möchte gern Streamer-Arsch vom Stuhl bombt. Was dich dann ändert. Wenn es nichts mehr zu fressen gibt, wenn es keinen Strom mehr gibt, wenn es kein Wasser mehr gibt, wenn alle 2 Tage Fliegeralarm ist. Ne? Wenn du dich alle 2 Tage aus deinem ranzig gesessenen Stuhl schälen musst und in den Luftschutzbunker wongeln musst, damit dir deine Birne nicht weggesprengt wird von irgendwelchen Bombenangriffen aus der Luft. Die ständige Angst im Nacken. Ich war nicht dabei, aber ich kann mir das lebhaft vorstellen, welche Angst die Menschen, egal in welchem Land, empfinden, wenn sie alle 2 Tage einen Fliegeralarm hören oder wenn marodierende Banden durch die Stadt ziehen und wahllos Leute aus ihren Häusern schleifen, um sie abzuknallen. Oder ihnen ihr letztes Essen wegnehmen. Oder sie einfach so verhaften und wegdeportieren. Solche Dinge passieren in jedem Krieg. Rainer, weißt du eigentlich, wer am meisten leidet in einem Krieg im eigenen Land? Die Zivilbevölkerung. Die werden auch von ihren eigenen Soldaten ausgebeutet, wenn es drauf ankommt. Ja? Und du hockst da und sagst, da ändert sich nichts, außer man kann jederzeit erschossen werden. Wirklich ekelerregend. Das ist ekelerregend. Und da haben wir es wieder. Dieses Arschloch ist einfach null empathisch, null. Weil wäre er es, hätte er sowas Ähnliches gesagt wie ich auch. Ich war nie dabei, ich war nie einen einzigen Tag meines Lebens im Krieg. Und möge Gott verhüten, dass das jemals geschieht. Aber ich habe zumindest, bilde ich mir eine Idee davon zu haben, wie das für die Menschen war und ist, in einem Kriegsgebiet zu leben. Als Zivilist. Und ständig Angst zu haben, dass du morgen nichts mehr zu essen findest. Kein Wasser mehr, kein Strom, keine Heizung, im Winter erfrierst. Dass du deine Kinder lieber mit einem Kissen erstickst, als sie vor Hungern zu sehen. So ein Ding ist das nämlich. Sowas kommt vor. Und deswegen sind so Aussagen von so einem stinkenden, faulen Stück Scheiße wie dir einfach unfassbar ekelhaft. Das muss ich dir jetzt mal so sagen. Da habe ich auch keinen Humor mehr für. Das Problem ist, was willst du machen? Du kannst als einzelne Person kannst du in einem Krieg nichts auslösen. Versuche einfach dein Leben so gut wie möglich weiterzuleben. Stream einfach weiter, ne? Ja, kannst ja Subnautica weiter streamen, ne? Du bist echt das Allerletzte. Du bist Dreck. Du bist wirklich Dreck. In anderen Teilen der Welt ist jeden Tag Krieg. Seit Jahren. Ja, so wie jeden Tag Amoklauf ist gefühlt bei Rainer vorm Haus gewesen, ne? Deswegen interessiert ihn das auch nicht. Und der sagt, er sei empathisch. Verlogener, kleiner, stinkender Hodenkobold. Du bist so verlogen und so falsch. Du bist genauso falsch wie aufgesetzte Fingernägel, Mann. Jahrzehnten, seit Jahrhunderten. Die überleben auch. Das Leben würde halt andere Parameter annehmen. Woher willst du das eigentlich wissen? Woher wollen wir das eigentlich wissen? Die allerwenigsten Menschen in diesem Land haben eine grobe Idee davon, wie das ist, in einem Kriegsgebiet zu Hause zu sein.
Weißt du, ich gehe mal davon aus, dass viele von euch, ich weiß nicht, ob sie noch Großväter haben, aber vielleicht Urgroßväter, je nachdem, wie alt ihr seid, Großväter oder Urgroßväter haben, die vielleicht in Stalingrad waren oder die letzten Reste von Berlin verteidigen mussten, obwohl sie ganz genau wussten, dass das Ding nicht mehr zu gewinnen ist. Ne? Und dann stellt euch mal kurz Sekunde vor, wie ihr oder eure Angehörigen, eure alten Angehörigen in diesem Kriegsgebiet leben müssen, egal ob als Soldat oder als Zivilist, in einem total zerbombten Stadtteil oder in einer total zerbombten Stadt wie Hamburg, Dresden, Berlin oder Moskau, nicht Moskau, Stalingrad oder so. Und jetzt stellt euch mal diesen Schmock vor, wie er irgendwo in den Trümmern in einem noch nicht zerbombten Haus hockt und Subnautica streamt und sagt, ändert sich hier nichts. Drecksack. Und ich weiß, dass ich das sehr nüchtern bezeichne, aber. Nein, das ist dummes Geschwätz, das ist nicht nüchtern, das ist dummes Geschwätz von jemandem, der vom Scheißen keinen Plan hat. Und sich rotzfrech die Frechheit rausnimmt, darüber urteilen zu können, wie sich Krieg anfühlt. Aber man muss es halt mal nüchtern sehen. Na, der Ich würde dir gern nüchtern eine klatschen. Aber das darf ich leider nicht. Zweite Weltkrieg ist jetzt fast 60 Jahre her, oder? Was? Was? Er lügt sich gerade. Guck mal, guck doch mal, wo der hinschaut. 40. Also, ihr müsst wissen, dass der Zweite Weltkrieg endete 1963 oder 1983, je nachdem, welche Farbe seine Augen haben gerade. 43 ungefähr war er, glaube ich, zu Ende. Einer. Deutschland hat kapituliert am 8. Mai 1945. Das bedeutet, dieses Jahr waren es 78 Jahre. Am 8. Mai 1945 war 78 Jahre nach der Kapitulation Nazi-Deutschlands. 43, 44. Oder war es 46? Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Wie wenig Eigeninteresse an der Geschichte des eigenen Landes kann man haben. Ja, es war eine dunkle Geschichte, es war ein dunkles Kapitel, in dem ich sehr, sehr froh bin, dass dass es die Geschichte nicht überlebt hat. Klar, aber trotzdem ist es in der Geschichte, ein Teil der Geschichte unseres Landes. Und ich kann euch mal eins sagen, zumindest als ich in der Schule war, das ist schon eine Weile länger her, als ich in der Schule war, da kamen wir an dem Thema gar nicht vorbei. Ich glaube, wir hatten fast 2 Jahre bloß Nazi-Scheiß in der Schule. Viele von euch bestimmt auch. Wir wurden damit vollgebombt. Vollgebombt ist vielleicht ein schwieriges Wort, schwierig besetzt in dem Zusammenhang. Aber wir wurden damit vollgestopft. Unsere Gehirne wurden damit vollgestopft, bis wir nicht mehr konnten. Okay? Und der redet hier was von 60 Jahre, 40 Jahre. Ja klar, 1983 endete der Zweite Weltkrieg, du Kasper. Also es ist knapp 30, ist knapp 60 Jahre jetzt hier. Nee, Quatsch. Knapp 80 Jahre. Und jetzt guckt er erstmal in den Chat, um so zu tun, als ob er es doch noch gewusst hätte. Warte mal. 45, 80 Jahre. Wie kam ich jetzt auf 60? Egal. Weil du dumm bist und gar nichts weißt. Ja, und du hast es auch nicht mit den 80 Jahren, plötzlich ist dir wieder eingefallen, es steht da im Chat. Jedenfalls knapp 80 Jahre ist er jetzt hier. Ich betrachte das als Folgendes. Wenn wirklich wieder ein Weltkrieg ausbrechen sollte, dann sage ich, dass wir in 80 oder 90 oder 100 Jahren oder auch in 200 Jahren, je nachdem, wann er ausbricht, dass wir in dieser Zeit null gelernt haben. Und dann hoffe ich, dass Den Talk kann er mit sich selber talken, ganz ehrlich. die Menschheit einfach auf einen Schlag weg ist, damit die Welt sich endlich erholen kann und wieder vernünftig leben kann und vielleicht die Lebewesen, die intelligent genug sind, seine Zivilisation aufzubauen wie wir. Bildet euch selber eine Meinung, wie dumm dieser ganze Talk hier ist. Ich werde es jetzt nicht machen. Danach schlauer sind als wir. Keine Ahnung, vielleicht bin ich ein lila Hahn. Es ist mal was Neues, deswegen. Also keiner hat deine lila Haare angesprochen, also musst du es jetzt machen, ne? Oder ist mal wieder was anderes. Darum sage ich immer, meine Laberstreams kommen besser an als die Matches. Ich verdiene nur leider an den Laberstreams nichts. Wir haben 1700 Diamanten bekommen. Es ist gar nichts. Normalerweise nach einer Stunde Matches habe ich das Dreifache, Sechsfache. Meine Laberstreams sind einfach legendär. Bringt mir aber nichts, wenn ich damit kein Geld verdiene. In the end, and that's neither far. Das ist keine Wohnung vom Staat. Der Staat interessiert sich einen Scheißdreck für mich. Und sie haben recht. Sie haben recht, dass sie sich nicht für dich interessieren. Warum auch? Du bist ein
Totalversager. Ein asozialer, narzisstischer Betrüger und Lügner, der sich sein eigenes Leben mit Absicht kaputt gemacht hat. Die wissen wahrscheinlich nicht mal, dass es dich gibt und das darf auch gerne so bleiben. Außer sie verhaften dich und werfen dich endlich in den Bau, wo du hingehörst. Leute, ich bin aus einem Obdachlosenheim geflogen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Für alle, die jetzt neu dabei sind, die vielleicht das Ganze noch nicht kennen. Leute, ich bin aus einem Obdachheim geflogen und durfte nicht mehr in einem Obdachlosenheim unterkommen, weil die Angst hatten um ihre anderen Gäste oder ihre anderen Bewohner wegen den Hatern. Das ist eine dreiste Lüge. Die Wahrheit ist, Rainer hat die Kontaktdaten von der Frau Winkelspecht bekommen für das besagte Obdachlosenheim. Soweit korrekt. Rainer hat sich aber dort nie gemeldet. So ein Ding war das nämlich. Rainer ist dort niemals hingegangen. Und wäre Rainer seinerzeit in eine Obdachlosenunterkunft gegangen und irgendjemand hätte dort Störung betrieben, dann hätte ich das aufs Schärfste verurteilt. Nicht wegen Rainer, sondern da sind tatsächlich Menschen, die sind ganz unten angekommen. Die sind Alkoholiker, die sind obdachlos, die sind völlig am Ende. Den kann man nichts mehr wegnehmen, die haben ja auch schon gar keine Würde mehr. Und wenn dann da irgendwelche Hater hinkommen und dort Radau zu veranstalten, dann wird's halt kritisch so. Das wäre richtig widerlich so. Und das hat aber nicht stattgefunden. Rainer hat die Kontaktdaten bekommen von diesem Obdachlosenheim, er ist aber nie dorthin gegangen. Also er ist nicht dort rausgeflogen, er ist einfach gar nicht erst hingegangen, weil es unter seiner Würde war. Ja, das sieht er ja gar nicht ein. Also das ist eine Lüge, was er hier erzählt. So krank ist es. Aber die Politik interessiert sich nicht dafür. Und das ist nicht einmal vorgekommen, sondern wiederholt. Ich bin, Leute, Halsarmee Nürnberg nimmt mich nicht mehr an wegen den Hatern. Zig verschiedene Hotels in Nürnberg nehmen mich nicht mehr an wegen den Hatern. Obdachlosenheim Nürnberg nimmt mich nicht mehr an wegen den Hatern. Du warst noch nie da, Rainer. Du warst noch nie da, was erzählst du hier? Und die Bürgermeisterin von Neumskirchen hat wortwörtlich gesagt, sie lässt sich lieber verklagen, als dass sie mich irgendwo aufnimmt. Rainer, du hast die Frau bedroht. Du warst asozial zu ihr. Du wolltest dir Zugang verschaffen ins Rathaus, um sie sozusagen zur Rede zu stellen. Du wolltest ein neues Haus haben. Du warst mit einer kleinen Einzimmerbutze nicht zufrieden. Du wolltest ein Haus, ein neues. Ja, du wolltest gefälligst standesgemäß wohnen. Du hast die Frau erpresst. Natürlich lässt sie sich das nicht gefallen von dir. Du bist ja wirklich das Allerletzte. Diese Lügerei, wirklich diese Lügerei. Rainer, ja, das hat sie gesagt. Aber du hast dir ja nicht erzählt, was du gemacht hast, um dir diesen Satz zu erarbeiten. Bei sich in der Gemeinde. Und viele andere Geschichten in die Richtung. Was ist das, Tönung oder so? Ja, ne? Nee, gar nicht. Das ist, Ach Gott, das ist die Scheiße. Nö, Moment. Das überspringe ich, das tue ich mir nicht an. Käse. Ich finde sowas immer interessant, wenn man es mal aus wirtschaftlicher Sicht sieht. Das erklärt uns jetzt Preiselastizität, okay. Sagen ja viele immer so, teurer ist besser. Auf der anderen Seite muss man immer sagen, wenn etwas teuer ist, kaufen weniger Personen etwas ein, als wenn es billiger ist, weil dann kaufen mehr Personen, wenn es billiger ist. Ach was, Rainer. Dass ein niedrigerer Preis die Nachfrage ankurbelt, dafür brauche ich jetzt dich. Und da muss man auch immer so sagen, ist ja eigentlich auch irgendwo interessant, weil... Nein, das ist nicht interessant, das ist eins der grundlegendsten wirtschaftlichen Prinzipien, die es überhaupt gibt. Preiselastizität der Nachfrage ist ein Grundsatz, das ist ein Element, ein elementarer Bestandteil der Wirtschaft. Die Frage ist dann... Was für ein Vollidiot. Und letzten Endes machst du mehr Geld, wenn es billiger ist, oder machst du mehr Geld, wenn es teurer ist? Wenn es teurer ist, zahlt man mehr, aber das verkaufen weniger. Wenn es aber billiger ist... Ich persönlich bin schon immer der Meinung gewesen, wenn etwas billiger ist... So wie du, dein Content ist eigentlich nicht nur billig, du müsstest eigentlich anderen Leuten Geld dafür bezahlen, dass sie es gucken. So wenig wert ist der. Dann verdienst du mehr, als wenn etwas teuer ist. Weil wenn etwas teuer ist, dann kaufen weniger. Und wenn du jetzt, sagen wir mal, was für 60 Euro anbietest und dann aber für 35 Euro anbietest, kaufen zwei Leute für 35, hast du schon mehr verdient, als bei einer Person für 60 Euro was kauft. Ja, aber Rainer,
Dinge müssen produziert werden, dafür gibt es fixe und variable Kosten. Einer Fixkosten bedeutet, die sind immer gleich, egal ob du produzierst oder nicht. Okay, also wenn du eine Maschine hast, dann kostet die, sagen wir mal, Fixkosten 5000 Euro. Okay, egal ob du produzierst oder nicht. Also produzierst du zwei Teile, teilen sich die Fixkosten zu jeweils 2500 auf beide Teile auf. Das heißt, produzierst du fünf Teile, das ist nur noch 1000 Euro pro Teil. Da kommt es dann schon drauf an, wie man die Fix- und variablen Kosten deckt. Variable Kosten entstehen erst, wenn man produziert. Fixkosten sind immer da. Zum Beispiel Miete oder so. Ne? Variable Kosten sind Materialkosten zum Beispiel. Logischerweise hast du keine Materialkosten, wenn du nicht produzierst. Also müssen die variabel sein. Ne? Macht Sinn. Aber was erkläre ich euch hier? Ihr wisst alle selber, was für eine dumme Scheiße Rainer hier redet. Und er hält sich gerade tatsächlich für einen Wirtschaftsweisen, ne? Oh ja, danke, Rudi. Dann werde ich jetzt mal noch zu Hardcore rüberschauen, noch ein, zwei Runden mit ihm matchen, weil ich möchte dann auch langsam offline gehen. Hab mitbekommen, dass da was schlecht passiert ist. Ja. Aber das können wir mal, müssen wir nicht hier besprechen, nee. Das können wir ja im Ding besprechen, aber ja. Ist mir nur, habe ich nur mitbekommen. Ja, passiert also, halt in letzter Zeit. Wundert's uns. Ja. Also dieser Hartgeld-Spasti, der ist auch maximal unangenehm. Dem wünsche ich auch mal eine Landung auf dem Arsch in der Realität, sei euch so. Das ist die Sache. Mir ist so egal. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Macht, was ihr wollt. Das ist mir echt Wurst. Aber da muss ich ganz ehrlich sagen, ne, da habe ich drüber nachgedacht, ob ich zu dem Thema ein Video mache, auch über diese bestimmte Partei, ne? Und da mal eine Ansage an die raushau, weil ich mir gedacht habe, was das für ein Verhalten schon wieder ist. Aber wie gesagt, das können wir mal in Ruhe besprechen, das muss man nicht hier besprechen. Aber da habe ich auch so drüber, als ich das mitgekriegt habe, habe ich auch drüber nachgedacht, ob ich dann einfach ergänzt soll und dann mal ein bisschen auf dem Ding hauen, ne, auf den Tisch hauen. Du, ja, weil deine Meinung ja auch so relevant ist. Weil das kann ja jetzt sein, mich regt das langsam aber sicher auf. Aber das ist aber auch eine der Punkte, die in dem neuen Kanal eigentlich gut zur Geltung kommen könnten. Ja, mach, Rainer, mach den zweiten Kanal und red noch mehr über die Hater, als du es eh schon machst. Hau rein. Ja, Drachenlyrik wird mich bestimmt mit allem, was wichtig ist, versorgen. Du bist so ein dummer Vollidiot. Pass mal auf, eine Sekunde. Ich sag's dir jetzt einmal zum milliardensten Mal, ne? Habe ich jetzt klar schon eine Milliarde Mal gesagt gehabt. Schau zu, dass du dich verpisst. Schau zu, dass du dich verpisst. Weißt du, wenn hier jemanden gleich hat, ne? Weißt du, wenn hier jemand die Hand küsst, dann bist du der meine küsst. Weil du hast alles mir zu verdanken, du Lutscher. Rainer, dich würde ich nicht mal anspucken, wenn du brennst. Nicht mal anpissen würde ich dich, wenn du brennst. Zweite Hand. So, das ist die beste Situation gerade. Du kannst ihn auch mal kurz muten. Weil ich möchte nämlich mal kurz eine Sache klarstellen, ne? Der Typ da, also ich weiß jetzt nicht, wo ich bei wem bin, ne? Also der weder noch, der hat alles, seine ganze Reichweite hat er mir zu verdanken. Der ist nicht. Ja, genau. Ohne mich. Ich bin niemand, jeder, der mich jetzt eine Zeit lang kennt. Rainers Selbstwahrnehmung, super objektiv und so nah an der Realität. Es ist einfach wunderbar. Der weiß, dass ich jemand bin, der auf sowas null achtet und dem das scheißegal ist, ne? Ich streame ja auch mit Hart, ich streame mit Auge, Leute, die nicht so viel Reichweite haben wie andere. Leute, die dir nach einem ungewaschenen Drecksmaul reden und die dir deine vollgeschissene Rosette sauber lecken. Mit solchen Leuten streamst du. Nochmal, ich fordere dich heraus, Rainer. Eine Stunde. Du und ich. In einem Raum. Im Discord von mir aus. Du kannst nicht abhauen. Du wirst nicht unterbrechen. Du wirst mich ausreden lassen, mich meine Fragen stellen lassen und du wirst wahrheitsgemäß antworten. Ja, und wirst nicht rumbrüllheulen und versuchen, mich niederzubrüllen. Das klappt sowieso nicht. Hat die letzten zwei Male auch nicht geklappt, wo du es versucht hast. Da bist du nämlich abgehauen. Ich fordere dich hiermit nochmal heraus. Stell dich mir für eine Stunde. Es wird aufgezeichnet und veröffentlicht. Von mir aus können wir es live streamen, damit keiner sagen kann, einer hat es manipuliert. Ich weiß, dass du meine Videos guckst, Rainer, ich weiß es. Und du wirst das hier auch sehen. Und höre ich nichts darüber, bist du ein feiger Sack. Und bist zum dritten Mal abgehauen.
Mir ist es scheißegal, wie viel jemand hat. Und mir ist auch scheißegal, wenn jemand dadurch was hat. Aber der Typ, ne? Ganz ehrlich, für das, wenn ich die Gelegenheit hätte, es ist ein Moderator da, der darauf achtet, dass die Regeln eingehalten werden. Und dafür wird, wenn ich die Chance hätte, für eine Stunde, ich würde 200 € an den karitativen Zweck eurer Wahl zahlen. Ohne Scheiß. Ist so respektlos, arrogant und noch dazu selbstverliebt. Rainer spiegelt mal wieder. Es ist eine echte traurige Aktion. Rainer, kann es sein, dass da so ein bisschen die Wahrheit aus dir rausruft, dass du eigentlich dich selber meinst? Weil du spiegelst so unfassbar oft, du kannst nur dich selber meinen. Ich finde das echt eine traurige Aktion. Was will er? Er will eine Show machen. Er ist nichts ohne mich. Er hat keine Aufrufe. Vielleicht findet er dich auch einfach nur zum Kotzen, so wie wir alle hier. Er ist jemand, der nichts ist ohne mich. Der hat seine ganze Reichweite nur wegen mir. Er hat seine ganzen Zuschauer nur wegen mir. Er verdient seine ganze Kohle nur wegen mir. Und dann meint er jetzt auch noch so dick auf die Kacke hauen zu können. Und so ein trauriger Mensch ist es. Weißt du, er macht so, ne? Küss meine Hand. Weißt du, was ich sag? Sprich zu der Hand. Witzig, Rainer. Das ist Rhetorik eines Kleinkindes. Das Geile ist, der wird sich jetzt heute 3 Jahre lang darauf einkeulen, dass ich den reingenommen habe und der küsst deine Hand sagen konnte. Darauf wird er sich jetzt 3 Wochen lang einkeulen, weißt du? Und er. Naja, weißt du, Rainer, jetzt fange ich auch mal mit dieser Kleinkind-Rhetorik an. Vermutlich ist er dazu physisch noch in der Lage, das zu tun. Du bist dazu seit mindestens 5 Jahren nicht mehr in der Lage. Du erlebst deine Triebabfuhr einzig und allein übers Fressen. Hat jetzt, und er hat jetzt mal zwei Zuschauer und jetzt hat er mal zwei, drei Zuschauer mehr dadurch. Alter, was ist denn das los, Alter? Wieso hast du jetzt tausend Dinge, Alter? Kann es sein, dass Rainer sich eigentlich mal wieder hier Zuschauer gekauft hat? Vorhin waren seine Zuschauer noch bei über 1000, jetzt sind sie bei 300. Also, ich sehe hier gekaufte Zuschauer mal wieder. Soll ich dir was sagen? Was meine Vermutung ist? Ich glaube, das machen die Hater jetzt gerade mit Absicht, weil der Typ hat nur deswegen so viel Reichweite gekriegt, weil die Hater damals gedacht haben, die können mich damit belasten. Genau, ist aber halt nichts, was mich dauerhaft belastet, weil ich. Ja, genau. Es belastet dich nicht dauerhaft, ja. Den Heuli-Heuli, den verlogenen Drecks-Heuchel-Heuli-Heuli-Scheiß, den du abgelassen hast, war ein Zeugnis dessen, mein Lieber. Du bist paranoid as fuck. Und ich liebe es. Ich liebe es, dass du so paranoid geworden bist. Ich liebe es, wie du mit Menschen umgehst. Ich finde es einfach geil, weil es immer deinen wahren Charakter und dein wahres Gesicht offenlegt. Mach ruhig weiter so. Ist schon gut. Ich mich an solche Situationen sehr, sehr schnell gewöhne. Nein, Rainer, tust du nicht. Tust du nicht. Es macht dich fertig. Erzähl doch nicht. Man sieht es doch. Immer dann, wenn du draußen warst, wenn du draußen dich selber gefilmt hast und einen Livestream, ne, von draußen gemacht hast, hast du dich immer panisch umgeguckt. Ich möchte nochmal daran erinnern, dass Rainer auch schon solche Hater-Konfrontationen mit Absicht herbeigezaubert hat oder daran gearbeitet hat, dass solche Konfrontationen passieren. Deswegen war er auch seinerzeit mal absichtlich auf dem Pilgerweg und hat dort von der Bank ausgestreamt, weil er wusste, dass dann Hater kommen. Ne? Rainer, du weißt ganz genau, dass du ohne uns schon lang aus dem Internet rausoperiert worden wärst. Weil dich keiner mehr schauen würde. Du hättest nichts mehr, worüber du dich ärgern könntest. Du hättest nichts mehr, worüber du reden könntest. Weil du als Mensch bist hageldumm, stinkend langweilig und des Todes mit Orbitalschlag irrelevant. Absolut und hundertprozentig irrelevant. Du bist irrelevanter als ich. Und ich bin schon irrelevant. Aber du bist noch viel schlimmer dran. Es ist deine Eskalation, die mit dir einhergeht, die relevant ist. Aber du als Mensch bist völlig wurscht. Für dich interessiert sich kein Schwanz. Niemand. Absolut niemand. Nicht mal deine eigene Familie, aber das ist auch deine eigene Schuld. Weil ich mich an solche Situationen sehr, sehr schnell gewöhne, dann ist es für mich auch psychisch kein Problem mehr. Ja, bla bla, halt's Maul. Aber die meinen halt immer, weil sie solche Sachen dauerhaft belasten würden, dass es auch mich dauerhaft belastet. Aber so bin ich nicht, so war ich nie. Werde ich auch nie sein, Edzardler. Genau, und wenn sie merken, irgendwas funktioniert, dann wiederholen sie das so lange, bis es so langweilig wird, dass es keinen mehr interessiert. Wobei sie nicht merken, dass sie die Einzigen sind, die sich darüber belustigen. Ja, aber es sind sehr, sehr viele, die sich darüber belustigen, Rainer. Sie sind die Einzigen. 200.000 Menschen, sie sind die Einzigen.
Einer, ich sag dir jetzt mal Folgendes: Wenn du versuchst, witzig zu sein, du scheiterst ja eh immer, aber du bist der Einzige, der deinen Scheiß witzig findet. Warum gibt's Leute um dich rum, die lachen trotzdem? Weil sie nicht gebannt werden wollen. Was auch immer einen dazu bringt, sein Lebensheil davon abhängig zu machen, ob Rainer ihn weggebannt hat. Also eigentlich ist von Rainer gebannt zu werden erstmal ein Ritterschlag. Auch wenn die schreiben, ist es mir einfach, ich gehe da wirklich nicht mehr drauf ein. Ein, zweimal, gestern bin ich noch einmal kurz drauf eingegangen, weil da eine Situation war, da kam eine von mir rein, da ist jemand gestorben und dann sind die halt auf die gegangen. Es zeigt vor allem, was mit unserer Gesellschaft nicht stimmt. Es zeigt auch vor allem, was mit dir nicht stimmt, dass du dir Todesfälle ausdenkst, um daraus Bahne zu machen. Mich fragst. Wir halten uns für so, wir halten uns für extrem intelligent, also die Menschen halten sich für extrem intelligent, für so schlau, aber emotional sind 90% der Menschen einfach nur ein Haufen Scheiße. Red weiter, red weiter. Ich komme noch zu dem, was ich sagen will. Ich habe schon auf den Lippen. Ja, Weniger als ein Haufen Scheiße. genau wie du. Das ist halt echt traurig. Es ist aber die letzten Tage schon so, dass bei mir recht wenig los ist. Dafür ist aber bei mir momentan auf Kickmehr. Diese widerliche Handbewegung, guckt euch das an. Ich zeige euch das nochmal. Weniger als ein Haufen Scheiße. Das ist halt echt traurig. Es ist aber die letzten Tage schon so, dass bei mir recht wenig los ist. Dafür ist Ja, das hier. Das hier meine ich. Das sieht schon so arrogant aus. aber bei mir momentan auf Kickmehr. Und ich bin jetzt auf TikTok auch nicht mehr so aktiv, deswegen passt es schon. Ich sehe das einfach so. Passt auf, Leute. Grundsätzlich ist es so: Es gibt zwei Arten von Intelligenz. Es gibt die emotionale Intelligenz und die geistige Intelligenz. Die emotionale Intelligenz hat was mit sozialer Interaktion zu tun. Hast du nicht? Und ein Mensch, der geistig nicht so intelligent ist, hat noch lange nichts damit zu tun, dass er sozial nicht intelligent ist. Es gibt Menschen, Richtig. Um es mit einfachen Worten auszudrücken, die auch du, Rüdiger Wingelwangelbob, verstehen kannst. Man kann dumm sein, aber trotzdem nett. Man muss nicht dumm sein und ein Arschloch. So wie du das bist. die sind hochintelligent vom Geist her, haben aber sozial, sind soziale komplett am Arsch. Du bist intelligenzmäßig sowohl was deine Bildung als auch dein Potenzial in deinem Schädel angeht, am Arsch und auch emotional. Du bist weder empathisch noch schlau. Du bist einfach auf allen Ebenen zu verabscheuen und abzulehnen. Sagen wir es mal so. Diese Menschen, die sind, das ist jetzt vielleicht ein bisschen ein radikales Beispiel, aber schaut euch zum Beispiel mal auf. Ich will's nicht wissen. Er hat ein Beispiel, es hat hundertprozentig nichts mit der Realität zu tun. Aus der Serie Big Bang Theory. Ich hab's so gewusst. Ich hab's so gewusst. Den, wie heißt der an? Gott, wie heißt der Typ? Der Sheldon. Schau euch mal den Sheldon an. Der Sheldon ist hochintelligent, aber er ist sozial einfach nur ein kompletter Haufen Müll. Ja, und du bist sozial ein kompletter Haufen Müll und Hageldom. Und jetzt? Ja, du hast nichts von beidem. Sheldon Cooper ist wenigstens noch, abgesehen davon, dass er eine Serienfigur ist, Rainer mal wieder nicht echt, hochintelligent und ein Genie. Du bist dumm wie Schifferscheiße und trotzdem ein Arschloch. Ich sag dir mal, wie ich das sehe, ich hab lieber jemanden um mich rum, der dumm ist, aber nett, als jemanden, der schlau ist und ein Arschloch. Aber du hast ja keins von beiden und du bist weder nett noch schlau. Du bist nicht nur dumm, und ein Arschloch? Du bist ein dummes Arschloch. Also, du hast keinen von beiden Vorzügen. Du interessierst dich einen Dreck für das, was den Menschen um dich herum passiert. Du hast nichts übrig für die Menschen in deiner Nähe, weder für Fremde noch für deine eigene Familie. Und du redest hier einen von Sheldon Cooper aus Big Bang Theory. Halt dein Maul. So, und genau das meine ich, ja. Menschen, die einen hohen geistigen Intellekt haben, müssen noch nicht sonderlich sozial intelligent sein. Es gibt auch. Ja, man kann auch so wie du einfach dumm wie Scheiße sein und ein Arsch. Haben wir geklärt, ich lasse es jetzt durch. Man kann übrigens auch schlau sein und trotzdem nett. Das geht auch. Kleiner Side-Fact, dass du mal wieder eine Serienfigur heranziehst, passt super in dein Bild. Menschen, die haben weder einen geistigen noch einen sozialen Intellekt. Gibt's auch. Ja, du zum Beispiel. Du zum Beispiel.
Ich habe gerade, ich könnte hier Stunden um Stunden an Beispielen nur aufführen, ohne sie zu beschreiben. Sie nur aufführen, wo du dich sowohl dumm als auch asozial verhalten hast. Es gibt auch die anderen Extremisten. Aber das ist genau... Extremisten, Leute. Das, was ich meine, ist völlig irrelevant, ob du geistig oder sozial intelligent bist. Es gibt dann auch noch andere Möglichkeiten. Ja, es gibt noch empathisch, das ist nochmal was anderes, obwohl es in die soziale Interaktion mit reinspielt. Also es ist schon eine traurige Aktion. Es ist... Es ist eine traurige Aktion. Ne? Das ist ein Abschlusssatz. Das ist eine traurige Aktion. Ding. Situation, ne. Aktion, ne. Es ist... Ich finde auch das Standbild immer wieder sehr schön, weil es einfach... Schade, dass man seinen Quadratschädel nicht ganz sieht. Schade. Es ist eine traurige Aktion. Rainer, du bist sowohl dumm als auch asozial. Und was machen wir jetzt da dran? Ja, das wird sich wahrscheinlich nie wieder ändern. Du wirst dich nie wieder verbessern. Der Zug ist lange abgefahren. So, aber damit bei dem Thema gerade waren, habe ich mir gedacht, ich würde gerne noch mal was zum Ofenkäse sagen. Oh nein, oh nein. Alle, jeder Kackstream kommt dieser Ofi-Scheiß. Ihr werdet mich verstehen. Das kommt jetzt in zweifacher Geschwindigkeit, weil dazu habe ich gar keine Lust mehr, irgendwas zu sagen. Ich habe einfach keinen Bock mehr auf diesen Talk. Wirklich wahr. Tut mir leid, mache ich nicht. Gestern war es, glaube ich, Hannes, war bei dir. Da hatte ich ja gesagt, Ofenkäse macht seine Videos und braucht dafür vielleicht ein paar Stunden, dann schneidet er seine Zeit. Darauf hat er reagiert und hat ein Video drauf gemacht. Ich schaue die Videos ja nicht, aber ich kenne halt Menschen, die mir halt Informationen weitertragen. Mhm. Gibt auch genug in der Hater-Bubble, die da lange schon keinen Bock mehr auf diesen Quatsch, den die Leute machen, und da geben mir so viele Leute auch intern irgendwelche Infos. Jedenfalls, es geht darum, Ofenkäse hat wohl ein Video veröffentlicht. Ofennase schreibt hier gerade hier noch. Und hat wohl damit gesagt, dass er nicht so viel Zeit auf seine Videos verwendet, wie ich gesagt habe, so mehrere Tage oder so. Dann sage ich dir jetzt ganz deutlich an dieser Stelle, Ofenkäse, das weiß ich, dass du nicht so viel Zeit in deine Videos investierst. Weißt du, woher ich das weiß? Weil du Videos bei mir klaust, mittlerweile auch bei Hart und bei Auge und bei anderen Leuten auf TikTok, die mit dir zu tun haben. Bei diesen Leuten klaust du dir Infos und verwendest es. Deswegen verwendest du auch nicht so viel Zeit darauf. Und genau das meine ich. Du hast keine Ahnung, was den Beruf wirklich ausmacht und gehst stattdessen lieber her und klaust bei anderen Leuten deine Infos und versuchst auf die Art und Weise auf jemanden loszugehen. Das ist das Traurige daran. Deswegen sage ich, das ist trotzdem Zeitverschwendung. Also ihr werdet es mir nachsehen. Das kommt mir im Moment einfach ein bisschen zu inflationär. Irgendwann werde ich vielleicht mich wieder darüber lustig machen. Im Moment brauche ich diesen ganzen Rainer Winkler Ofenkäse-Talk überhaupt nicht. Warum auch? Mich nervt es nur noch. Aber da hat man auch wieder gesehen, dass Ofenkäse in Erklärungsnot gekommen ist plötzlich, ne? So, oh ja, so viel Zeit damit verschwende ich gar nicht, das ist für mich nur ein Hobby. Ja, es ist ein Hobby, einen anderen Menschen psychisch, körperlich, geistig, in welcher Form auch immer, so stark zu belasten, dass die Person, wenn sie nicht so stark wäre oder stark ist wie ich, aus dem nächsten Fenster springt. Weil das muss man... Rainer, du bist nicht stark. Du bist ein erbärmlicher Schwächling. Du bist jemand, der stets in seinem ganzen Leben den Weg des geringsten Widerstands gegangen ist. Und jede Form von Widerstand, die sich allen Menschen zwangsläufig in den Weg stellen muss, dann so ist das Leben halt nun mal. Es wirft uns auch Stöcke zwischen die Beine. Aber für dich immer schon Hate und Mobbing. Der Lehrer wollte, dass Rainer lesen lernt. Hate und Mobbing. Rainer sollte die Grundrechenarten beherrschen. Hate und Mobbing. Rainer sollte täglich in die Schule gehen. Ist Hate und Mobbing. Rainer durfte nicht jeden Tag 8 Stunden Pokémon gucken. Hate und Mobbing. Ja, aber er war mit 16 schon frühreif. Ne, wisst ihr Bescheid. Er war reifer als alle anderen 16-Jährigen etc. Ja, auch immer sehen. Andere Menschen wären schon lange aus dem Fenster gesprungen, hätten schon lange jemanden erschossen. Oder wären einfach aus dem Internet gegangen. Ne, das ist ja das. Es taucht nicht mal bei ihm auf, dass das eine Option wäre. Das taucht nicht mal auf bei ihm. Er sich erschossen, andere erschossen, aus dem Fenster gesprungen, sich umgebracht. Aber er verliert sich ja niemals in Absolutheiten. Ne? Nein, immer gleich ins Extrem gehen, sich umbringen, andere umbringen. Rainer, meines Wissens warst du derjenige Edzardler, der hergeht und die Scheiße baut und ständig anderen Leuten droht, er würde sie töten. Das bist du. Du machst das. Wenn ich könnte, würde ich alle Menschen auslöschen, bis auf den letzten, danach Selbstmord begehen. Zitat Ende. Weiter, Zitat. Wenn ich in den USA leben würde, hätte ich schon erschossen. Ja, du bist der, der aus dem Hinterhalt Leute angegriffen hat. Mehrere Male, ja, bla bla bla, dich nur verteidigen, bla bla bla. Deswegen wurdest du auch mehrfach verurteilt. Du scheiß verurteilter Gewaltverbrecher, der du bist. Schon lange ganz andere Sachen abgezogen. Aber dann kommst du mit sowas daher. Sorry, das ist ein bisschen arg bitter, oder? Gibt's schon seit vielen Jahren. Gibt's auch auf YouTube. Gibt's schon unzählige YouTuber, die sich erschossen haben oder die sogar erschossen wurden von ihren Kritikern und Wie wär's denn mal mit ein paar Beispielen? Ich beschäftige mich mit diesen Themen nicht, deswegen kenne ich dazu keine Statistik.
Hatern. Also, Leute. Es mag diese Fälle gegeben haben, aber ich bin mir sicher, dass es eine geringe Anzahl ist. 180 Punkte. Ja, aber du wirkst gar nicht wie ein Sonderschüler. Sieht man mal, wie wenig aussagekräftig ein IQ-Test ist. Jetzt kommt sein IQ-Test-Talk. Der ist super. Passt mal auf, Leute. Also als allererstes Mal, ja, ich habe einen IQ getestet bekommen auf 85. Ich bin mir sicher, dass da ein Zahlendreher drin war. 90 ist, glaube ich, Minimum. Leute, IQ von 90 ist Minimum. Ne? aber es gibt ja einen Unterschied. Dadurch, dass ich ADS und Legasthenie habe. Nein, hast du nicht. Du bist weder ADSler, noch hast du Legasthenie. Du hast nichts von beidem. Es gibt zu keinem von beiden eine ärztliche Diagnose oder eine Feststellung oder sonst irgendwas. Deine Mutter hat dir das erzählt, damit sie eine Rechtfertigung hat für deine Hageldommheit. Aber du bist weder Legastheniker noch ADSler. Nichts von beidem. Du bist einfach nur dumm. Was nicht schlimm wäre, wenn du dich nicht dauernd als die Krone der Schöpfung präsentieren würdest. Bin ich in einem IQ-Test benachteiligt, was diese Punkte ab... Nein. Diese ganzen neuen Tests, die es so gibt, die nehmen Rücksicht auf Menschen, die Legastheniker sind. Legastheniker sind ganz im Gegenteil in schöner Regelmäßigkeit überdurchschnittlich intelligent. Die sind nicht dumm. Die sind überdurchschnittlich intelligent in weiten Teilen. Okay? Also im Median sind die intelligenter als der Durchschnitt. Die haben nur ein Problem, Wörter und Buchstaben, die vor ihrem Auge sich befinden, adäquat in Reihenfolgen zu bringen. Wenn sie sie lesen zum Beispiel. Oder wenn sie sie aufschreiben müssen. Aber die sind dann unter Umständen echt scheißgut in Mathe. Und dann gibt's Leute wie dich, die sich selber irgendwelche Krankheitsbilder ausdenken, die sie nicht haben. Und damit erstens alle in Verruf bringen, die das wirklich haben. Und zweitens, sie damit eine Rechtfertigung haben für ihr eigenes, dummes und asoziales Verhalten, ne? Weil das hast du ja ständig gemacht. Du hast so oft, hast du gesagt, dass du gehatet wirst, weil du angeblich Legastheniker und angeblich ADSler bist. Das ist Bullshit. Wofür du gehatet wirst in diesem Zusammenhang, ist die Tatsache, dass du dir das ausgedacht hast. Und dass du damit eine schallende Ohrfeige verteilst an die, die das wirklich haben. Ich meine, du hast dich auch schon über Menschen lustig gemacht, die Selbstmordgedanken hatten, hast sie als Schwächlinge bezeichnet, nur die Schwachen bringen sich selber um. So ein Talk musste man sich von dir auch schon geben. Ja, hast dich über Menschen lustig gemacht, die in Wien auf offener Straße erschossen werden, das ist gleichgesetzt mit einer selbst herbeigeführten Situation, ne? Und jetzt redest du hier über Intelligenz? Ein Blinder redet über Farbe. Deckt. Bei sozialen Fragen oder sozialen Interaktionen und so weiter, was auch mit teilweise im Test drangekommen ist. Nein, Rainer, nein. Soziale Kompetenz findet in einem Intelligenztest nicht statt. Das ist Bullshit. Es gibt keine Sozialkompetenzabrufung in diesen IQ-Tests. Nein. Habe ich besser abgeschnitten, als die meisten abschneiden würden. Nein, es gibt das nicht. Intelligenz und soziale Kompetenz haben nichts, aber auch rein gar nichts miteinander zu tun. Gar nichts. Überhaupt nichts. Du kannst ein 300er IQ haben, wahnsinnig hochgegriffen, aber trotzdem ein asozialer Drecksack sein. Jetzt haben wir den Satz fertig gebracht. Also erzähl mir nicht, dass es in einem Intelligenztest, bei dem es um dein Potenzial, um dein Gehirnleistungspotenzial geht, dass da Sozialkompetenz und Empathie drin ist. Empathie kannst du sowieso nicht messen. Wieso sollte das da drinnen sein? Das macht überhaupt keinen Sinn. Und dadurch ist der IQ-Test auch ein bisschen höher ausgefallen. Und wie kann es denn sein, also selbst wenn das so wäre und diese Fragen da drin wären, was sie nicht sind, aber selbst wenn sie drin wären und es würde ja bedeuten, nach deiner Logik hätte das dein Ergebnis nach oben korrigiert, dann wäre ja ohne das dein Test noch viel schlechter ausgefallen. Das heißt, eigentlich bist du noch viel blöder als 85. Ne? Habe ich das jetzt so richtig wiedergegeben?
Das kannst du dir alles nicht ausdenken. Es hat damals geheißen, der IQ-Test wurde deswegen gemacht, weil es geheißen hätte, dass ich eine Intelligenzminderung hätte. Du bist dumm wie Schifferscheiße, Rainer. So. Aufgrund des ADS und der Legasthenie wurde damals der IQ-Test dann gemacht. Nein, nein, nein. Der wurde nicht aufgrund dessen gemacht. Und dann hat es geheißen, Intelligenzminderung ist nicht der Fall. Warum ist es nicht der Fall? Weil ich in Punkten besser abgeschnitten habe. Der Intelligenztest ist extra nochmal zurückgekommen, um Fragen über Sozialkompetenz in sich aufzunehmen, damit Rainer ein besseres Ergebnis hat. Weil ich in bestimmten Punkten besser abgeschnitten habe als in anderen und in anderen deswegen schlechter abgeschnitten habe, weil ich natürlich ADS und Legasthenie habe. Nein, nein, nochmal. Darauf wird Rücksicht genommen in diesen Tests. Ja? Aber nicht auf soziale Kompetenzen. So ein Schmarrn. Und deswegen, das wurde berücksichtigt und deswegen hat es geheißen, keine Intelligenzminderung. Weil auch wenn ich einen IQ von 85 habe, sagt das noch nichts aus. Doch, doch, natürlich sagt das was aus. Rainer, ich erkläre dir das jetzt mal. Die Sache sieht nämlich folgendermaßen aus. Der Durchschnitt liegt bei 100. Deswegen heißt der 100. Du bist bei 85. Weißt du, was das bedeutet? Also, ich glaube bis heute nicht, dass der auf 85 gekommen ist. Ich glaube, die Zahl ist niedriger. Vielleicht ist 58 sogar realistischer. Aber nehmen wir mal kurz an, 85 stimmt. Wenn du einen 85er IQ hast, dann bedeutet das, dass du dich in den unteren 20% bewegst. Ne? Dass über 80% aller anderen Probanden schlauer waren als du. Das heißt es. Du bist einfach unterirdisch schlecht gewesen. Das heißt 85. Okay? Du kriegst es gerade noch so hin mit diesem Ergebnis, das du hast, einfachste Dinge des täglichen Bedarfs zu lösen, ohne komplett überfordert zu sein. Und ich meine, mit einfachste Dinge meine ich nicht Rechnungen bezahlen und Überweisungen ausfüllen und seinen Alltag organisieren. Ich meine so Dinge wie gleichzeitig atmen und wongeln. Sowas meine ich mit einfachste Dinge des täglichen Bedarfs, damit er nicht auf der Stelle stirbt. Dieser Intelligenzquotient hält dich gerade davon ab, dass Atmen bei dir keine bewusste Handlung werden muss. Das heißt einfach, über 80% aller anderen Ergebnisse waren besser als deins. Verstehst du das? Das macht dich einfach zu einem hageldommen Idioten. Gibt's doch nicht. Er redet sich das hier schön. Das ist so der Hammer. Das ist so der Hammer. Ey, helft mir mal. Ich weiß nicht, was ich so viel Schwachsinn sagen soll. Alter Schwede, Mann. Außerdem ist ein IQ-Test für den Einzelnen nicht aussagekräftig genug, weil es viel zu viele verschiedene Faktoren gibt. Also die letzte Aussage, die ich zu der Sache Intelligenztest machen möchte, ist: Ein IQ-Test ist etwas, das genormt ist. Das heißt, es ist etwas, was auf die breite Masse angewendet werden kann. Nein, der kann auf jeden Menschen angewendet werden. Deswegen ist er ja so gebaut. Den kann im Prinzip jeder Mensch machen. Die Frage ist nur, wie gut das Ergebnis ausfällt. Aber machen kann ihn jeder. Aber für den Einzelnen muss ein IQ-Test null aussagen. Nur weil du hast einen IQ-Test gemacht und hast einen IQ von 85, 90 oder einen IQ von 100, 110, dann ist das für dich trotzdem nur... Also sagen wir mal so, Rainer, hättest du ein Ergebnis von 115 erzielt, sagen wir mal, 115, dann wärst du in den oberen 25% mit deinen Ergebnissen, ne? Du wärst recht weit oben, du wärst alles nur nicht blöd. Aber mit 85, selbst wenn dieses Ergebnis stimmen sollte, heißt es einfach, du bist nicht nur intelligenzgemindert, du bist einfach blöd. Du bist einfach blöd. Und du hältst 85 tatsächlich für ein respektables Ergebnis. Das sagt eigentlich alles aus, was man über dich und dein Selbstverständnis wissen muss. Das, was eben auf die Norm anwendbar ist. Das heißt noch lange nicht, dass du wirklich 100%ig das sein musst. Ein höherer IQ-Test ist natürlich meistens besser als ein niedrigerer, aber nur weil ich... Es ist nicht nur meistens besser, es ist immer besser, wenn man ein höheres Ergebnis hat. Niedrigeren IQ habe als andere. So langsam fange ich an diesen 58 echt festzuhalten, weil das ist unfassbar. Es ist nicht, dass ich dümmer bin als andere, sondern nur, dass ich in dem Bereich, den der IQ-Test abdeckt, mit den verschiedenen Faktoren und Fragen, die da gestellt werden, dass ich da schlechter bin.
Ja, aber dann, wenn ja angeblich soziale Kompetenz in dem IQ-Test auftaucht, ich habe auch mal so einen gemacht und ich kann dir eins sagen, das war da nicht drin. Das war da nicht drin. Der hat 8 Stunden gedauert. 2 mal 4 Stunden habe ich das gemacht. Das ist schon ewig her. Ja, es gab einen Grund, warum ich den habe machen müssen. So. Und ich war auch mit dem Ergebnis nicht unzufrieden. Sagen wir es mal so. Und da gab es keine Fragen über soziale Kompetenz oder Empathie oder sonst irgendwas. Da ging es rein um die Gehirnleistung. Nicht um die Leistung des Herzens. Ja? Da ging es nur um die Leistung des Hirns. Das heißt, dieser Bullshit, und selbst wenn da, wie gesagt, selbst wenn das stimmen sollte, dass da drin war, dann heißt das ja eigentlich, dass Rainer nur noch blöder ist, weil in den anderen Teilen war er ja noch schlechter als 85. Ne? Wie viele Beweise, Rainer, brauchst du noch? Ich finde, ich habe dich hier hinreichend widerlegt. Das heißt, selbst wenn deine Theorie stimmen sollte, bist du einfach noch blöder, als dieses Ergebnis dir gesagt hat. Als andere. So, dafür bin ich aber bei anderen Fragen Schnelligkeitsschaden. besser. Und daraus würde der Gesamtwert ergeben. Es sind ja verschiedene Fragen, die den Gesamtwert errechnen. Dann kommt es immer auf den IQ-Test an. Man kann 10-mal einen IQ-Test machen. Das sind ja 1000 verschiedene IQ-Tests, die es gibt. Dann kommt jedes Mal ein anderes Ergebnis raus. Brauchen wir. Man muss Oh. das ja auch irgendwie normen für die Allgemeinheit. Du bist richtig hübsch, wenn du lachst. Also ich habe es jetzt ehrlich gesagt durch. Wir sind jetzt hier auch in 20 Sekunden fertig. Wohl kaum. Wenn ich lache, sieht man meine kaputten Zähne. Also, ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, euer Drache und haut rein. Tschüss, tschüss. Ja, wieder mal subtil das schlecht gestochene Kindertattoo zeige. Ah, Frosch. Ja, ich habe alles gesagt. Ich bin jetzt weg. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seht bald beim nächsten Mal. Edzardler wieder mit dabei. Tut nicht, was Rainer tut. Und in diesem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag. Macht's gut, lasst krachen, haut da rein, Mädel off.